Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum dritten Vortrag in unserer Reihe Was macht das Medium? Heute im Goethe-Institut. Und ich möchte kurz nochmal für alle, die Sie noch nicht kennen, Frau Karin Althaus vom Lehnbachhaus vorstellen. Mit ihr zusammen haben wir das organisiert. Eine wunderbare Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ich wollte noch darauf hinweisen, nächste Woche findet ein Gespräch zwischen Matthias Mühling und Jörg Sasse statt im Lehnbachhaus. Und der Termin darauf findet am 25.06. das Gespräch zwischen Katharina Grosse und Ulrich Log findet ebenfalls im Lehnbachhaus statt. Nur, dass sie nicht umsonst hierher kommen. Und es hat sich noch eine Veränderung ergeben. Der Termin am 2.07. entfällt und wird auf den 30.07. verschoben. Also Clemens von Wedemeyer kann an diesem Termin leider nicht. Wir werden das Gespräch nachholen in irgendeiner Form, entweder mit Frau Imhof oder mit einem anderen Gesprächspartner. Wie gesagt, 30.07. hier im Goethe-Institut. Okay, vielen Dank. Und ich möchte noch ganz kurz Kerstin Starkemeier vorstellen, die heute bei uns den Vortrag hält. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist und zugesagt hat, an unserem Projekt mitzumachen. Sie ist seit einem Jahr Juniorprofessorin am CX-Zentrum für interdisziplinäre Studien an der Akademie der Bildenden Künste hier in München. Sie studierte Politikwissenschaften in Bremen und Berlin und Kunstgeschichte in Berlin und London. Dann war sie Researcherin zu dem Thema Actualizations of Realism in Art an der Jan van Eyck Akademie in Maastricht. Sie machte 2011 ihren PhD über Entkunstung, Artistic Models for the End of Art, am University College in London. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Medientheorie und Geschichte von Kunst und Massenkunst seit 1900, der Arbeitsbegriff in der modernen und zeitgenössischen Kunst, speziell in Performance, Film und Malerei. Man kennt sie als Autorin unter anderem aus Texte zur Kunst, After All, Springerin, Konkret und Artforum. Sie lehrte bereits vor München an der Freien Universität in Berlin, an der Bauhaus-Universität in Weimar, der Universität der Künste in Berlin und der Leuphana-Universität in Lüneburg und hatte Anstellungen am Kunstverein in Hamburg, Kunstmuseum Basel, Kunstraum der Leuphana-Universität und dem neuen Berliner Kunstverein inne und realisierte auch noch Ausstellungsprojekte am Kunsthaus Gens und der Staatsgalerie Stuttgart. 2007/08 war sie Initiatorin des Aktualisierungsraums in Hamburg gemeinsam mit Nina Köller, eine Struktur, die sie nun in unterschiedlichen Formaten gemeinsam mit Eva Bergenstock fortführt. Das schon genannte CX-Zentrum für interdisziplinäre Studien an der Akademie, an dem Kerstin Stagemeier Juniorprofessorin ist, ist im letzten Jahr von Susanne Witzgall und der Akademie gegründet worden. Und das erste, jetzt, glaube ich, bald zu Ende gehende Jahresthema war Macht des Materials, Politik der Materialität. Und das bietet natürlich spannende Anknüpfungspunkte und vielleicht zum Teil sogar Überschneidungen mit unserem Thema der Medienspezifik. Schön war auch, dass sich letzte Woche Isabel Graf in ihrem Vortrag über Malerei explizit auf Starkemeyers und Abigail Mosses Projekt Painting the Implicit Horizon bezogen hat. Der Vortrag heute, ich darf es sagen, oder deinen Titel, trägt den Titel Digitales Körperwissen, neue Materialismen in der Gegenwartskunst. Vielen Dank. Vielen Dank für die nette und ausführliche Vorstellung und Einleitung. Und mit Dank mache ich auch gleich weiter. Erstmal möchte ich mich natürlich bei Karin Althaus und Leonhard Emmerling für die Einladung zum Vortrag bedanken, weil, wie Karin das ja auch schon angedeutet hatte, das natürlich irgendwie im Rahmen von dem, was Susanne und ich am CX machen, sehr, sehr viel Sinn für uns macht und sehr gut war für mich, nochmal die Gedanken zu ordnen. Und dann geht gleichzeitig mein Dank natürlich auch sehr an Susanne Witzgall, der Leiterin und Initiatorin des CX,
an dem ich ja arbeite und an dem eben dieses fächerübergreifende Programm, von dem Karin schon sprach, das für alle Studierende der Akademie offen ist, an unterschiedlichen Jahresthemen arbeitet. Und das erste Jahresthema war eben der New Materialism, also Macht des Materials, Politik der Materialität. Das nächste Jahresthema wird heißen Fragile Identitäten und das ist das Thema, was wir im Wintersemester anfangen. Und deswegen ist es auch nicht so ganz zufällig so, dass mein Vortrag sich jetzt eigentlich von dem einen Thema zum anderen Thema bewegt, also anfängt mit Materialismen und aufhört mit fragilen Identitäten. Und was ich nun vorstellen will, hat insgesamt drei Teile. Der erste lautet Gegenwartskunst, Medienspezifizität und Kunstspezifizität und blickt auf den historischen Punkt, an dem die amerikanische Kunsthistorikerin Rosalind Krauss, deren eines Buch man hier riesengroß hinter mir sieht, das sukzessive Ende der Medienspezifizität ausmachte und an dem gleichzeitig der Beginn der Gegenwartskunst und das Ende der Moderne als epochalem Paradigma liegt, also die 60er Jahre. Indem ich Krauss' Kritik der Post-Medium Condition, wie sie das nennt, Anfang der 90er und ihre erweiterte Zementierung ihrer Thesen in Under Blue Cup, dem zweiten Buch 2011, skizziere, will ich deren Kritik gleichzeitig als Basis dafür nehmen, eben nicht wie Krauss durch die Formulierung einer Art of the Present, eine endlose Avantgarde nachzuverfolgen, also sie bezeichnet die Gegenwartskunst nicht als Gegenwartskunst, sondern weiterhin als Avantgarde, die eben noch bis in die Gegenwart hinein Modernismen kunstrettend verlängern möchte. Stattdessen möchte ich, wie etwa Juliane Rebentisch, dafür argumentieren, dass hier mit der Gegenwartskunst ein verändertes Kunstparadigma einsetzt, also in den 60ern, das nicht wie in Krauss' Perspektive schlichtweg von endlosen Verlusten zuvor gewonnener Autonomien handelt, sondern zuvorderst von der gesellschaftlichen Neupositionierung dieser Autonomien innerhalb der künstlerischen Medien, ebenso wie innerhalb der Objekte und ihrer Rezipientinnen selbst. Im zweiten Teil, der überschrieben ist mit virtuelle Gegenwart, Finanzialisierung und Digitalität, möchte ich einen zweiten Umbruch ausmachen, der eben direkt in unserer Jetztzeit liegt und in dem sich nicht ein künstlerischer Paradigmenwechsel wie in den 60ern zu einer gesellschaftlichen Veränderung ins Verhältnis setzt, sondern in dem diese Veränderung, namentlich die Finanzialisierungskrise des Kapitals seit 2008, in der künstlerischen Produktion durchschlägt, in ihren Folgen in sie einsickert und ihr ein neues Produktionsparadigma unterlegt, nämlich das der Digitalität. Im dritten und abschließenden Teil will ich dann unter der Überschrift Gegenwart als Krise, Mimesis, Mimikrie und Nostalgie extrem kursorisch einige wenige gegenwärtige künstlerische Umgangsformen mit dem Produktionsparadigma der Digitalität nachgehen. Also der Mimikrie ans Digitale, der Mimesis an seine Fiktionalisierung und dem Anklang der in der Gegenwart fast notwendig gewordenen nostalgischen Elemente, die diese Produktionen durchzieht. Mir geht es hier nicht um eine Geschichte der Digitalität in der Kunst, wie sie großartig in Time and the Image, herausgegeben von Carolyn Bailey Gill, vom Analogen abgegrenzt wurde. Und mir geht es auch nicht um eine Entstehungsgeschichte des Digitalen, wie sie etwa gerade in Berlin im Haus der Kulturen der Welt in der Ausstellung The Whole Earth, kuratiert von Anselm Franke und Dietrich Diedrichsen, zu sehen ist. Sondern mir geht es stattdessen um die Signifikanz digitaler Einsätze jetzt. Also mir geht es um ihre Gegenwärtigkeit. Und der Anschaulichkeit halber konzentriere ich mich hierbei wesentlich auf Beispiele nur eines Produktionsbereiches, nämlich der Videoart. So, um anzufangen. 1. Gegenwartskunst, Medienspezifizität und Kunstspezifizität. 1999 beginnt Rosalind Krauss ihr Buch, was wir hier sehen, A Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Condition, nach kurzer Einführung mit einer recht grundlegenden Bemerkung über die Auswirkungen der Konzeptkunst der 1960er auf die gesellschaftliche Stellung und Funktion künstlerischer Produktion überhaupt. Zitat: Die Verdopplung von Kunst als Theorie übergibt die Kunst eben den Schauplätzen, deren Funktion die Werbung ist. Und zwar tut sie dies ohne das, was man einen kritischen Rest nennen könnte. Zitat Ende. Es war gerade der konzeptuelle Glaube daran, die eigene Produktion dem kapitalistischen Markt entziehen zu können, indem man diejenigen Medien verweigerte, die als fetischisierte Kunstwaren kursierten, also Malerei und Skulptur,
der letztlich zu nicht weniger führte als zu einer grundlegenden Verallgemeinerung des wahren Charakters der Kunst. Diese Autonomisierung der Kunst als Denkweise statt als Produktionsform erschloss einen gänzlich neuen wahren Charakter. In ihr wurden zwar diejenigen formal-ästhetischen Spitzfindigkeiten unterlaufen, die paradigmatisch bei Clement Greenberg als Definition des genuinen Künstlerischen dienten und damit die erkennbarste Warenform verweigert, aber durch die bloße Universalisierung dieser formellen Autonomieannahme, ihre Übertragung von Malerei und Skulptur auf künstlerisches Denken an sich, wurde die Kunst nicht aus der kapitalistischen Distributionssphäre herausgenommen, sondern ganz im Gegenteil vollständig mit deren Formen identifiziert. Die Arbeitsleistung, die zuvor als auratisch unmittelbare Ausdruckspraxis stilisiert waren, wurden hierin nicht in erster Linie entmystifiziert, sondern verschwanden hinter der gesteigerten Ideologie eines künstlerisch-intellektuellen Aktes. Und auch hier geht es mir nicht um eine Historisierung dieser Kunstkonzeption, da ich ja sonst eher bei Marcel Duchamp einsetzen müsste als in den 60ern, sondern um eben den Moment, in dem diese paradigmatisch wurde. Und zur Folge hatte dies nicht zuletzt, dass die zur materiellen Realisierung der Konzeptkunst notwendigen Arbeitsschritte als nicht künstlerische Auftragsarbeit ausgelagert wurden. An ein wachsendes Heer von Assistentinnen, Institutionsangestellten, Zuliefererfirmen, an sich professionalisierenden kapitalistischen Wirtschaftszweig, genannt Gegenwartskunst, mit stetig ansteigender arbeitsteiliger Produktion. Der Warenwert der Kunst war und ist seit den 60ern durch die konzeptuelle Universalisierung der Kunst als intellektuelle Arbeit nicht länger an die physische Wiedererkennbarkeit einzelner Werke als Malerei oder Skulptur gebunden, sondern bestimmt sich über die Stellung dieser künstlerischen Einsätze in der kulturellen Distributionssphäre. Autonomiecharakter und Warencharakter der Kunst werden aus dieser Perspektive ein und dasselbe. Gegen diese Tendenz stellt sich gerade frühe Happening- und Performance-Praktiken, indem sie, wie etwa bei Alan Caprow oder bei Claes Oldenburg, beim Ausagieren von Alltagshandlungen ansetzen und sie durch deren Performance von ihrer gesellschaftlichen Funktion entfernten, also autonomisierten. Also eine Handlungsform statt einer Denkform als Paradigma der Gegenwartskunst vorschlugen. Hier wird zugleich ein Aspekt wichtig, den vor allem Juliane Rebentisch immer wieder in den Vordergrund stellt, dass nämlich in der Gegenwartskunst seit den 60ern die Autonomie statt im Werk in dessen Rezeptionspotenzialen liegt. Zunächst jedoch noch einmal zurück zu Rosalind Krauss, die mit der konzeptuellen Verallgemeinerung der Kunst in den 60ern auf der einen Seite die Medienspezifizität der traditionellen künstlerischen Medien historisch in die vorprogrammierte Insignifikanz abrutschen sieht und auf der anderen Seite in der in den folgenden Jahrzehnten einsetzenden Entwicklung intermedialer Kunst und ihrem Lieblingsfeind, der Installationskunst, eine Post-Medium-Condition aufziehen sieht. Diese Post-Medium-Condition beschreibt Krauss als schlichte Anpassung an das, Zitat, New Life of Postmodern Sensation. Ein Zitat von Frederick Jameson, den sie als Gewährsmann einer Gegenwartskritik heranzieht, die hiergegen nach spätmodernen Wegen ästhetischer Autonomie sucht. Krauss plädiert gegen die Gegenwart für eine Differential Specificity, die sich in rekursiven Strukturen aus den Differenzierungen traditioneller künstlerischer Medien in einem erweiterten Materialverständnis bestimmt. Und wie für Jameson bleibt auch für sie der Modernismus das unumstößliche, desintegrierte und desintegrierende Paradigma der Kunst. Der Künstler, und die Verwendung der männlichen Form ist hier kein Zufall, bleibt für Krauss eine schöpferische Einzelsubjektivität, der konzeptuell entgrenzt nun unterschiedliche Formen bürgerlicher Kulturproduktion, Literatur, Musik, Theatrales in der Kunst zusammenzieht, aber dort, wo er sich der Gegenwartskultur bedient, diese lediglich als Material heranzieht. Neue Medien erscheinen in dieser Struktur als kapitalistischer Positivismus. Und die Idee eines Fortschritts in der Kunst bleibt für Krauss letztlich nur durch deren Ausschluss ungebrochen intakt. Es wird inzwischen offensichtlich geworden sein. Ich will mit Krauss' Analyse der konzeptuellen Erweiterung der künstlerischen Warenform gegen ihre Vorschläge zur Reaktion auf sie argumentieren.
Wenn man gegen Krauss die sogenannten neuen Medien als potenziell auch künstlerische Medien anerkennt, also argumentiert, dass durch die Verallgemeinerung des Warenwerts in der Kunst künstlerische Medien selbst auch außerkünstlerisch wurden und umgekehrt außerkünstlerische Medien künstlerische werden konnten, bricht man die von Krauss vorgeschlagene Fortsetzung der Moderne mit anderen Mitteln ab und versucht sich umgekehrt an einer Bestimmung von Gegenwartskunst als grundsätzlich desintegriertem Produktionsfeld. Und dann hängt erstens der künstlerische Fortschritt mithin plötzlich ganz konkret von demjenigen der Gesellschaft ab. Erweist sich zweitens die Medienspezifik der Kunst an der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Wird drittens die künstlerische Formsuche zur praktischen Konfrontation kultureller Paradigmen. Und ist fünftens die Kunst zwar weiterhin ein spezifischer kultureller Produktionsbereich, jedoch keiner, der sinnvoll autonom zu betrachten wäre. Autonomie als Status wird Kapital. Aber, wie schon kurz in Bezug auf Happenings und Performances angedeutet, verschwindet sie damit nicht einfach im Warenfetisch, sondern kehrt innerhalb künstlerischer Verfahrensweisen als Autonomisierung zurück. Als Prozess in der Rezeption, wie bei Rebentisch, aber eben auch als Prozess der Produktion und als Relation der Arbeiten untereinander. Eine solche Autonomisierung künstlerischer Produktion innerhalb eines entgrenzten Feldes künstlerischer Medien bringt neue Erfordernisse mit sich. Eine sich aktualisierende Positionierung durch die Kunst statt einer fortschreitenden Differenzierung in der Kunst, wie Krauss sie noch vorschlägt, und eine künstlerische Positionierung gesellschaftlich verallgemeinerter Produktionsmedien statt einer Differenzierung tradierter, genuin künstlerischer Ausdrucksmedien. Dass der konzeptuelle Turn zur Gegenwartskunst im Gegensatz zu Krauss' Argumentation keineswegs das Aus traditioneller künstlerischer Medien bedeutet, wies Isabel Graf in ihrem Vortrag am letzten Dienstag ja bereits exemplarisch anhand der Malerei nach. Die auf sie projizierte Lebendigkeit blieb ihr bis heute wesentlich. Nur diese Lebendigkeit wurde von der modernistischen Suche nach den tatsächlichen Berührungen der unmittelbaren, unentfremdeten Arbeit des Künstlers am Bild zum kulturellen Chiffre einer Berührbarkeit im Bild. Und das hält sich ebenso in Monika Beers abbrechenden Figurationen, das Bild heißt Rote Wand und ist von 2012, wie in Ulrike Müllers Emaille-Oberflächen, die man wahrscheinlich so überhaupt gar nicht mehr als Emaille erkennen kann. Das ist Emaille. Ja, sogar in Wade Guyton und Kelly Walkers Matratzen im Kunsthaus Bregenz. Ich fand das Bild so toll, ich konnte nicht widerstehen. Ich finde es so super, wie man noch Matratzen kontemplieren kann. Wie Graf in der letzten Woche anhand dieser Restspezifik der Malerei argumentierte, verschwand die Medienspezifik nicht einfach aus den traditionellen Medien der Kunst, sie wurde historisch neu angeordnet. Und das, so will ich argumentieren, jenseits derjenigen unausgesetzten Moderne, die Krauss auch in ihrem neuen Buch zur Medienspezifik, Under Blue Cup von 2011, in Figuren wie dem Medium as a Form of Remembering, das eine Imagining Forth, also weiter imaginieren ermöglicht, wieder aufnimmt. Auch wenn Krauss heute von Medien als Technical Supports spricht, bleibt es bei ihr stets die Kunst, als imaginierte Einheit, als endlose Avantgarde, die in die kapitalistische Kultur hineingreift und sich aus ihr bedient, statt sich als ihr Teil immer wieder von neuem in ihr individuieren und autonomisieren zu müssen. Krauss registriert die faktische Enthierarchisierung der Medien, die mit der von ihr ausgerufenen Post-Medium-Condition einhergeht, doch sie fordert gegen sie eine Rehierarchisierung. Und sucht Künstler, die durch Technical Supports das Leben der genuinen künstlerischen Medien zu verlängern vermögen. Aus Mimesis wird Mimikry. Denn wo Greenberg und Adorno noch den fragwürdigen Vorteil hatten, auf eine künstlerische Produktion zu blicken, deren Werke zwar als Waren gehandelt wurden, aber deren künstlerische Produktionspraxis noch unkapitalisiert war, betrachtet Krauss künstlerische Produktionen, die nicht nur als Waren verkauft werden, sondern auch als solche produziert. Und die Enthierarchisierung der Medien zeigt eben nicht notwendig eine Post-Medium-Condition an, sondern kann eben auch auf eine künstlerische Praxis deuten, die sich vom Ausfüllen eines Genres
hin zur Individuierung einer Produktion verschob. Das bedeutete eben nicht die Verwendung neuer Technologien innerhalb der Kunst, sondern auch eine Rekonstruktion der künstlerischen Medien aufgrund ihrer Stellung innerhalb anderer kultureller Warenwerte, innerhalb regionaler Strukturen, Subkulturen, Kunstszenen und Separatismen. Eine Enthierarchisierung malerischer, skulpturaler, zeichnerischer, performativer, fotografischer, filmischer und später eben auch videobasierter und letztlich digitaler Medienstrukturen. Eine durchlässige Werkstruktur, die aus einer gesellschaftlichen Handlung entspringt, statt aus einem autonomen Geniestreich. Eine Medienspezifizität also, der eine transversale Praxis ebenso zukommt wie ein transversales Verständnis künstlerischer Arbeiten. Und was ich damit meine, nur so ganz kurz kursorisch, das ist die Einladungskarte einer Ausstellung der New Yorker Künstlerinnengruppe Bernadette Corporation in der Galerie Neu 2010. Das ist Rihanna, die gerade twittert. Genau, ich rede über Digitalität und weiß nicht, was Twittern ist. Naja. Diese Ausstellung sah so aus. Da sind Twitter-Sprüche von Rihanna und von ihren Fans, die zurückgetwittert haben, drauf eingebrannt. Teilweise mit Hand, teilweise gestanzt. Genau, und das ist die Ausstellung im Ganzen. Und was bei Bernadette Corporation in dieser Ausstellung, aber in vielen anderen Arbeiten ähnlich der Fall ist, ist, dass hier Performance das Paradigma der Produktion ist, aber eben nicht das Medium, in dem produziert wird. Also Performance ist hier deswegen das Paradigma, weil es in die Skulptur hinübergezogen wird. Es geht halt um eine Performance der Objekte statt der Subjekte, beziehungsweise diesem Hin und Her, das eben nicht mehr streng geschieden ist. Deswegen hatte ich mit der Einladungskarte angefangen, weil Rihanna als sich selbst verobjektivierendes Objekt, also so als Objekt-Subjekt, eben der Ausgangspunkt der gesamten Ausstellung ist. Ein anderes Beispiel wäre der Berliner Künstler Johannes Paul Räther, und jetzt muss ich mal ins Netz wechseln, genau, der in seiner Performance-Praxis aktualisierte Reproduktionsstrukturen verhandelt, und das in zwei unterschiedlichen Charakteren. Einmal, und die sehen wir hier, als transformeller Queen of the Debris, die das Publikum über die Modernisierung der menschlichen Reproduktion jenseits der bürgerlichen Kleinfamilie aufklärt. Ich scroll nur mal einmal so durch die Bilder. Genau. Und auf der anderen Seite, als der zweite Charakter, und zwar Protektorama, die Weltheilungshexe. Eine digitale Hexe, die durch die Smartphones des Publikums eine Verschwörung im und gegen den wahren Wert aufruft. Die Menschen treten hier als Prothesen ihrer digitalen Geräte auf. Skulptur wird zum allgemeinen Gesellschaftszustand. Und das ist ein Spread, den er gemacht hatte für die Zeitschrift Mute aus London. Man muss sich das so vorstellen, dass dieses Ding, was man sieht, was da heißt Weltheilungswald, eben vom Publikum besetzt wird. Also man wird reingebeten und muss sich halt hinknien und auf diesen Stäben, die man sieht, sein Handy-File bieten, auf dem die Weltheilungshexe dann ihren Text abliest und unterschiedliche andere Dinge tut. Also der Mensch wird sozusagen als Prothese der eigenen Gerätschaften inszeniert. Und das geht eben auch weiter in der Form, in der das Ganze aufgenommen wird. Das wird halt auch nur mit Handys aufgenommen und geht dann in die Cloud. Und die ganze Verarbeitung der angestrebten Identitäten da drin spielt eben genau mit dieser Differenz zwischen Digitalität und materiellem Leben. Und dass eben beides nicht funktioniert, nicht nur eins von beiden. Ein solches Verständnis von Medien als Produktionsnormen der Gegenwartskunst werde ich im Folgenden von der Rolle der Digitalität aus angehen, in groben Zügen. Und danach fragen, welche Rolle Digitalität genau jetzt darin spielt. Darin liegt auch der Grund, warum ich von den 60ern in die Gegenwart springe, ohne auf dem Weg anzuhalten. Damit komme ich zum zweiten Teil. Und keine Sorge, der erste ist der längste, der zweite ist kürzer und der dritte ist noch kürzer. Also zweitens. Virtuelle Gegenwart, Finanzialisierung und Digitalität.
In Anbetracht der seit 2008 virulenten Finanzkrise des weltweiten Kapitalismus, in dem die Digitalität eine entscheidende Rolle als vorrangige Existenzform des Kapitals einnimmt, hat sich in vielerlei Hinsicht die Umbruchssituation, die Krauss für die 60er beschreibt, umgekehrt. Wo die Konzeptkunst die Struktur des damals von der fordistischen Arbeitsnorm in die Dienstleistungsarbeit übergehenden Kapitals initiativ selbst übernahm, um die Kunst zu aktualisieren und zu reautonomisieren. Also David Harvey zum Beispiel schreibt darüber, dass in den USA bereits Ende der 50er mehr als 60% der Arbeit Dienstleistungsarbeit war, was ein Verhältnis ist, was sich in Europa erst in den 70ern langsam so eingestellt hat. Sickert die Digitalität in den letzten zwei Jahrzehnten als Produktionsnorm in unterschiedlichste künstlerische und andere Produktionsweisen ein, und zwar durch deren Zuliefererfirmen, durch die Arbeitsprozesse, durch die Arbeitsmaterialien, kurzum durch die Beteiligung der Kunstproduktion an der allgemeinen gesellschaftlichen Produktion. Die Aktualisierung, zu der sie führt, ist keine der Kunst mehr, keine erneute Autonomisierung ihrer Produktionsparadigmen, sondern ihre Verpflichtung auf eine finanzialisierte Krise in Permanenz. Eine Grenze der Ideologie des kapitalistischen und damit auch des künstlerischen Fortschritts im Nordwesten der Welt. Eine doppelte Verschiebung also. Zum einen entscheidet nicht die Kunst ihre Teilhabe am ökonomischen Paradigma der Gegenwart, sondern sie wird in es eingespeist. Zum anderen besteht dieses Paradigma selbst in einer grundsätzlichen Krisenhaftigkeit, in der diejenige Grundannahme eines allgemeinen Fortschritts, sei es in der Wirtschaft oder in der Kunst, unhaltbar geworden ist. Ich weiß, es klingt in München immer so ein bisschen komisch, aber Krise, ja, seit 2008. Griechenland, Portugal, Spanien, genau. Die Verallgemeinerung des Kunstwertes durch die Konzeptkunst, den Krauss markiert und im Zuge derer in den 60ern und mit dem Beginn der Gegenwartskunst eine erstmalig gesellschaftlich synchrone Kunstproduktion stattfand, löste also selbst genau diejenige Verflechtung der künstlerischen mit der Realwirtschaft aus, die 2013 zu einer Finanzialisierung der Kunst führt, dazu, dass sie dem aktuellen digitalen Paradigma kapitalistischer Produktion eben nicht mehr äußerlich gegenübersteht, sondern in es eingebunden ist. Um dies zu verdeutlichen, noch einmal stenografisch zum Gegenüber kapitalistischer Produktionsparadigmen und künstlerischer Produktionsparadigmen seit der Moderne. Und da bitte ich jetzt wirklich um Entschuldigung, weil das ist wirklich so die Steno-Variante. Aus der fordistischen Fabrikproduktion, die die kapitalistische Produktion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wesentlich bestimmte, war die künstlerische Produktion ausgeschlossen. Als konstitutive Ausnahme, als Produktion, die weder einen Gebrauchswert produzierte, noch produktive Arbeit enthielt. Also nicht nach systematischen Mehrwertmargen berechnet werden konnte. Nicht zuletzt hieran hängt zum einen der klassische Begriff künstlerischer Autonomie in seiner modernen Form, ebenso wie die modernistische Vorstellung einer Avantgarde, die diesen konstitutiven Abstand zur Gesellschaft überbrücken versucht. Innerhalb des postfordistischen Produktionsparadigmas, was das fordistische ablöste und auf das Isabel Graf innerhalb ihres Vortrags in der letzten Woche ebenfalls eingegangen ist und das sich in Europa, wie eben gesagt, seit den 70ern ungefähr durchsetzte, wurde statt der Fabrikarbeit die Dienstleistung zum grundlegenden Formbegriff kapitalistischer Arbeit. Ein Formbegriff, der sich, wie eingangs ausgeführt, mit der konzeptuellen Vorstellung wesentlich abstrakter Arbeit deckt und innerhalb dessen dementsprechend die Gegenwartskunst als erstmalig synchrone Produktionsform künstlerischer und allgemeiner gesellschaftlicher Produktion hervorgehen konnte. Wie Marion von Osten und andere argumentierten, entwickelte sich dieses Verhältnis in den 90er und frühen 2000er Jahren soweit zu einem Individualisierungs- und Subjektivierungsdiskurs der Arbeitsformen, dass die Künstlerinnen-Subjektivität umgekehrt zum Paradigma der idealen postfordistischen Arbeiterin wurde. Flexibel, identifizierbar und individualisiert. Innerhalb dessen, was seit dem Heraufziehen der seit 2008 andauernden Krise des Kapitals von unterschiedlichsten Ökonomen, von John Milius über David Harvey und Kostas Lapavitsas bis hin zu Maurizio Lazzarato und Christian Marazzi als Finanzialisierung des Kapitals bezeichnet wurde, haben sich Produktion und Reproduktion, die im postfordistischen Paradigma der allseitigen subjektiven Verfügbarkeit voneinander durchsetzt waren, erneut voneinander getrennt. In diesem Fall jedoch nicht nur räumlich und zeitlich, wie im Fall des Fordismus,
sondern vor allem funktional. Die Krise selbst, in der die Reproduktion permanent in Gefahr ist, präsentiert sich als Zustand der Permanenz, nicht des Übergangs. Sie stellt selbst ein neues Produktionsparadigma dar, eines, in dem nicht zuletzt aus den Versuchen, Mehrwert nicht mehr aus dem Einsatz menschlicher Arbeit zu gewinnen, sondern aus der Finanzialisierung der Produktion, eine Disparität zwischen materiellem Kapital und Wertigkeit entstanden ist, dessen Digitalität und Materialität fundamental asynchron sind. Doch mir geht es hier nicht um eine moralische Gegenüberstellung beider Perspektiven, sondern um deren grundsätzliche Identität unter dem Paradigma der Finanzialisierung der Gegenwart. Schon die postfordistische Produktion wurde mehr und mehr durch die Finanzialisierung ihrer Werte aufrechterhalten. Und die Krise ihrer Wertproduktion machte die Finanzialisierung zum Paradigma der Gegenwart. So schreibt Maurizio Lazzarato in seinem 2012 erschienenen Buch Die Fabrik des verschuldeten Menschen, Zitat: Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem, was man noch Realökonomie nennt, und virtueller Ökonomie, sondern nur Konvergenz. Das Paradigma der sogenannten Realökonomie war die Fabrik, aus der die Künstlerinnen ausgenommen waren. Das Paradigma der virtuellen Ökonomie, der finanzialisierten Ökonomie, ist die Digitalität, aus der die Künstlerinnen nicht länger ausgenommen sind. Und Lazzarato zitiert Christian Marazzi, Zitat: Die Tendenz zur Finanzialisierung der ursprünglich nicht auf Finanzialisierung basierten Ökonomie gilt nicht nur besonders für den Fabriksektor, er löste diesen Prozess sogar selbst aus. Die Unterscheidung zwischen Realökonomie und Finanzökonomie wird so endgültig sinnlos. Zitat Ende. Die Digitalisierung der Kunst ist daher nicht die digitale Ansicht all ihrer Produktionen, sondern ihre inhärente Verbindung zur und Beteiligung an der krisenhaften Digitalisierung der Gesellschaft. Auch daher ist der Versuch, eine digitale Medienspezifik zu denken, gerade dort interessant, wo diese nicht als Thema gesetzt wird, also lediglich zitiert wird, um Aktualität zu markieren. Und absurderweise ist derjenige, der jetzt so meinen Recherchen nach in letzter Zeit in Oktober, Freeze, Art Forum, also so den gängigen internationalen Gegenwartsmagazinen, am meisten als das Beispiel für Digitalität genommen wird, exakt jemand, der das macht, also der eine total klassische Werkform hat, Trevor Paglen, aber eben sehr digital Bilder produziert, die dann von Drohnen aufgenommen werden, aber im Endeffekt aussehen wie Frühromantik. So, aber das funktioniert jetzt gar nicht. Naja, Sie sehen die Internetseite, bei Interesse nachverfolgen. Interessanter wird das Phänomen der Digitalität in der Gegenwartskunst meines Erachtens dort, wo die künstlerische Arbeitsstruktur wie auch das Formverständnis eine Digitalisierung praktiziert. Nur in letzterem ist eine Materialität des Digitalen zu erkennen, beziehungsweise sind Digitalisierungen unserer eigenen Materialität darin als gegenwärtig zu denken. Wie zum Beispiel bei dem jungen französischen Künstler mit Namen Neil Belufa, bei dem eben die skulpturalen Strukturen selbst in ihrem räumlichen Aufbau und in ihrer Fragmenthaftigkeit eine Art skulpturelles Interface der narrativen Projektionen zeigen, die er eben auf die Skulpturen draufwirft, wie man das sehen kann. Ich scroll mal wieder hoch und runter. Und die sozialen Schleifen dieser Projektionen ebenfalls in genau diesen verkürzten Taktungen laufen. Also und meistens halt mit Laiendarsteller gedrehte, technisch niedrigschwellige Fiktionalisierungen sind. Also hier ist die Digitalität eben nicht der Beweis der wahnsinnigen Produktionsinvestitionen, die gemacht wurde, sondern Digitalität ist das Paradigma der Form, durch die hier gedacht wird. Oder anderes, noch berühmteres Beispiel, der britische Videokünstler Ed Atkins, der ja auch hier im Kunstverein in München schon zu sehen war, der in Arbeiten wie etwa Warm Warm Spring Mouth, aus dem ich gleich einen Ausschnitt zeige, von 2012, und anderen Arbeiten vollständig digital programmierte Körperwelten und Sprechakte entwirft,
in denen digitale Meisterschaft als Gegenüber altkünstlerischer Meisterschaft auftaucht. Also wie man gleich sehen wird, gibt es so ganz, ganz lange Haare in diesem Video. Und das ist mit Abstand das am schwierigsten naturalisiert zu Programmierende, also das Auffälligste, das Aufwendigste. This one goes out to the sandblasted basement, priorly encrusted with the obscene graffiti of a listless troop of AWOL legionnaires, chronicling, after the fashion, their rise and fall from the sun's favor. Sort of locked between different landers. I don't want to hear any news on the radio about the weather on the weekend. Talk about that. Once upon a time, a couple of people were alive who were friends of mine. The weathers they lived in. Christ. The sun on those Saturdays. Ich werde nochmal dahin zurückkehren. Hier geht es also um eine Veränderung künstlerischer Medien, die bereits durch die Verallgemeinerung. Yippie, vielen Dank. Ich habe auch nicht dran gedacht. Entschuldigung. Hier geht es also um eine Veränderung künstlerischer Medien, die bereits durch die Verallgemeinerung ihrer Warenstruktur in den 1960er Jahren ausgelöst wurde, da diese den Übergang der Modernen in die Gegenwartskunst markierte und die in der Gegenwart als Frage der Engführung kapitalistischer und künstlerischer Entwicklung der Produktionsmittel und Wege die Frage nach Medienspezifizität eben erneut stellt. Wie schlägt sich die Digitalität als Paradigma des finanzialisierten Kapitalismus in der Kunst nieder? Und vor allem, wie lassen sich Autonomisierungen und Subjektivitäten unter der Maßgabe des Digitalen materialisieren? Um auf das letzte Beispiel zurückzukommen, also auf Ed Atkins' Film, wie sieht dieses Verhältnis zum Beispiel bei ihm aus, der auf der einen Seite Fehler und Abdrücke technischer Unzulänglichkeiten in seinen digitalen Videoarbeiten einbezieht, der aber gleichzeitig auch, ich mache jetzt mal eben den Ton weg, damit man das, also das ist nur diese Linsen sozusagen, die man sieht, oder es gibt halt auch immer wieder so Schmutz, das ist mein Fehler und nicht seiner, aber Linsen, Schärfefehler, Schmutzfehler, die man auf der Linse immer wieder sieht, sind eben Sachen, die der als Funktion des Digitalen einsetzt, also die vollständig programmiert sind. Gleichzeitig benutzt er aber Sound, und das ist hier, das ist bei anderen Arbeiten sehr stark, hier ist es nur beim Abspann, aber den spiele ich mal eben an, weil es so wahnsinnig romantizistisch ist. Ist schon schön, aber also... Und der Sound spielt eben in vielen seiner Arbeiten so eine ganz zentrale und auch immer wieder so überführende Rolle und führt eben zu in diesen ästhetisierenden Effekten, die der hat, zu einer Entgrenzung des Werks zum ästhetischen Phänomen. Also so hält das Werk halt nicht so eng zusammen, wie wir das bei einigen anderen Leuten noch sehen werden, sondern führt eben genau durch die Ästhetisierung zu einer Entgrenzung dieser Werkkategorie. Aber auf der anderen Seite führt er eben Dichtung und Sprache als ungebrochen subjektiven Einsatz ein. Also das, was er eben, also diese Arbeit ist eigentlich sehr, sehr, sehr viel länger, als sie hier im Ausschnitt zu sehen ist. Und dieses kurze Gedicht, was von der Person mit den langen Haaren gesprochen wurde, erscheint immer wieder in Wiederholungen. Dazwischen kommen halt immer wieder neue Textzeile. Aber es ist so, dass sozusagen die poetische Subjektivität des Sprechers komplett ungebrochen ist. Also werden die einzelnen Medien durch Digitalität bei Atkins zueinander ins Verhältnis geschoben und eben in ein ästhetisierendes. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern eben als produktiven Übergang zwischen Kunstproduktion und ästhetischer Produktion im Allgemeinen. Damit komme ich zum dritten und letzten Teil, Gegenwart als Krise.
Mimikry, Mimesis und Nostalgie. Abschließend will ich in skizzenhaften Gegenüberstellungen eine Reihe von Motiven markieren, in der die Digitalität derzeit als künstlerisches Medium kursiert. Und dabei starte ich mit einer weitreichenden Einschränkung. Aus denjenigen Zustandsbeschreibungen der 90er und frühen 2000er, die ich im vergangenen Abschnitt kurz als Zeit des Postfordismus bezeichnet habe, entwickelten sich eine Reihe recht berühmter Theorien, allen voran natürlich Tony Negri und Michael Harts Empire, die sich wesentlich auf den sozialen, immateriellen und kognitiven Charakter der nachfordistischen Produktionsweise konzentrierten und der Konzeptkunst wiederum nicht ganz unähnlich, versuchten die Reproduktion der Gesellschaft aus der Konzentration immaterieller und intellektueller Dienstleistungsarbeit abzuleiten. Zu den Theoretikern dieser These gehörten neben Negri auch der bereits zitierte Maurizio Lazzarato sowie neben anderen auch Franco Bifo Berardi. Während Lazzarato sich in den letzten Jahren im Zuge der Krise des Postfordismus und seiner Finanzialisierung zunehmend von der Priorität des Immateriellen abgewendet hat, da diese, wie er argumentiert, gerade in Zeiten der nun grundsätzlich in Frage gestellten Reproduktion der Arbeit nur einen kleinen Teil der Verhältnisse erfasst, hat sich Bifo Berardi in einer Reihe von Büchern als Theoretiker der Virtualisierung und Digitalisierung des Postfordismus hervorgetan, als Theoretiker des digitalen Kognitariats, einer virtualisierten Vorstellung widerständiger Subjektivierung, eine Euphorie der Endzeitstimmung des Digitalen. Diese Stimmung teilt er mit der Filmemacherin und Autorin Hito Steyerl, mit der er auch mehrfach kollaborierte und die in den letzten Jahren durch Texte und Arbeiten, die vom digitalen Spam und endlos zirkulierenden Bildern im Netz ihren Ausgangspunkt nehmen und von hier aus eben nach der Politisierungsstrategie fragen, bekannt wurde. Berühmt, kann man in dem Fall sagen. Ich will auf Sie beide hier verweisen, da Ihre Arbeit in der Frage dessen, was als digitale künstlerische Politik derzeit im Gegenwartskunstdiskurs zirkuliert, unumgänglich scheint. Aber ich möchte im Folgenden auf andere Umgangsformen mit Digitalität eingehen, denn ich teile die Grundthese, die von Berardi in der Einleitung zu Steyerls Buch The Wretched of the Screen von 2012 zusammengefasst wird, nicht. Zitat Berardi. The seductive force of simulation transformed physical forms into vanishing images, submitted visual art to viral spreading and subjected language to the fake regime of advertising. At the end of this process, real life disappeared into the black hole of financial accumulation. Wie ich im Anschluss an Lazzarato argumentiert habe, halte ich die Finanzialisierung selbst für ein Krisenphänomen. Ihr Idealverlauf, die komplette Virtualisierung, die Bifo hier als Herrschaft des Fake aufzeichnet, existiert nicht und kann nicht existieren, denn in ihr ist die Reproduktion des Subjekts ebenso wenig systematisch sichergestellt wie diejenige des Systems. Die Digitalität, die das Produktionsparadigma des finanzialisierten Kapitals geworden ist, ist daher eine sehr materielle Angelegenheit. Ein Zustand, in dem nostalgische Figuren des Modernismus ebenso auftauchen wie Überhöhungen des postfordistischen Individualismus, in dem sich kurzum die unterschiedlichsten historischen Lösungsansätze des Subjektivismus ansammeln, als Techniken einer krisenhaften Situation standzuhalten, in der letztlich weder die moderne Subjektivität der Privatheit noch die postfordistische der stetig dienstleistenden Supersubjektivismen noch Erfolg oder auch nur Reproduktion verspricht. Die finanzialisierte Digitalität der Gegenwart ist ein Krisenphänomen. Eine Gegenwart, in der sich unterschiedliche Versuche, Wege aus der sich vertiefenden Katastrophe herauszufinden, überlagern. Und auch deshalb könnte man argumentieren, sind derzeit Positionen wie Trevor Paglens, also der ästhetisierte Astronautenfotograf, so beliebt, weil in ihnen die subjektiv in ihren Auswirkungen unüberschaubare Digitalisierung der Gegenwart in modernistische Formen gebannt wird, in erhabene Ansichten anderer Welten. Auf der genauen Gegenseite von Paglens ausgeweitetem Modernismus, ließe sich die Arbeit des amerikanischen Videokünstlers Ryan Tricartin verorten. Und das ist ein Spread, den er für W Magazine gemacht hat. Und ich scroll wieder runter.
Also, was der hier durchgeht, und das ist, wie man rechts am Cursor sieht, eine endlos lange Seite, sind immer wieder unterschiedliche Modifizierungsformen äußerer Entscheidungen. Also er geht durch, wie sollte man sein Haar machen, wie sollte man sich kleiden, wie sollte man seine Augenbrauen in dem Fall machen, was für Schuhe passen, für was für eine Brille und wie kann man eigentlich selber so modern werden wie sein Auto. So, das geht er weiter durch, erst geht er das für sich durch, was für ein Body Shape sollte man als Body Make-up anwenden. Also was hier gemacht wird, ist einfach 1:1 die virtualisierte Idealvorstellung des menschlichen Körpers zurückwerfen und die aber grenzenlos überspitzen, dadurch, dass er eben die idealisierte Vorstellung von Subjekten und Objekten komplett in eins setzt. Also wie wird man sein Auto, ist gleichbedeutend wie bekommt man Justin Timberlakes Oberkörper. Genau. Zuerst macht er das mit sich, dann macht er das mit seiner Kollegin, mit der er meistens die Arbeiten zusammen macht, Lizzie Fitch. Wo ist sie? Genau, das ist das Endprodukt dessen, was er für sich überlegt hat. Dann ist das Lizzie Fitch. Und dann kommen wir zum Endprodukt dessen, was er für sie überlegt hat. Das ist hier. Und das kriege ich nicht ganz auf den Bildschirm. Genau. Also was Trikatin macht, ist eben, er exerziert eine komplette Mimikrie an digitale Identifizierungsangebote durch, in der die Differenz zwischen Subjekten und Objekten nicht länger existiert, beziehungsweise nur noch da auftaucht, wo das Subjekt scheitert, Objekte als Korrekturformen der eigenen Subjektivität in sich einzupassen. Also eigentlich sieht man das Subjekt nur da, wo es eben kein Auto werden kann. Es bleiben Versatzstücke, ein soziales Netz aus hilflosen Versuchen einer analoge Welt zu digitalisieren, also eben eine Mimikrie. Und dazu würde ich auch noch ganz kurz ein Video von ihm anlaufen lassen, nur damit man ein bisschen, falls man die Arbeit noch nicht gesehen hat, die sieht man auf Ubu, Web, auf Vimeo, auf YouTube, bis zu dem Zeitpunkt, wo er von Elizabeth D. Gallery in New York zu Sprüt Magers gewechselt hat. Die Arbeiten, die danach produziert wurden, findet man nicht online. My seat, but the extension cord needs it more than I do. I bought a bunch of art from an office girl. Her name's Abel, and she makes really cool stuff. Like this poster, it's super cute. Okay, come here. It's called the Light and Captions. So, das sind eben Versatzstücke von Kunstdiskursen, von Familienaufstellungen, von wahren Werten, die einfach wiederholt werden. Das Ganze passiert in erster Linie in einer Sprache, die sich eben auf Abkürzungen, auf Twitter-Abkürzungen, also auf unterschiedliche eben diese digitalisierten Sachen bezieht, die dann bei Steyerl als Spam auftauchen. Die Videos sind eben so aufgebaut, dass es ganz viele unterschiedliche Charaktere gibt, die sich aufeinander beziehen, aber in denen sich nie eine chronologische oder lineare Narrativität aufbauen lässt. Visuell könnte man seine Arbeiten und die Johannes Paul Räthers vergleichen, doch bei Räther existieren die beiden Performance-Personen als fortlaufende Identitäten, die immer weiter ausgearbeitet werden, also neu angesetzt, und die sich auch zu ihrem Publikum kontinuierlich verhalten, als Lehrerinnen und Beschwörerinnen, die zwar die Digitalität als Produktionsparadigma darstellen und offenlegen, aber trotzdem ihre Fiktionalisierungen innerhalb der eigenen materiellen Gegenwärtigkeit anlegen. Bei Räther wird keine Starre, kein Krampf produziert, sondern Übergänge, Aktualisierungen, die zwischen modernistischen Utopien und deren gegenwärtigen unwillkürlichen Wiedergängerinnen hin und her gehen und eben letztlich transversale Identitäten anbieten, die sich aus unterschiedlichen Zeiten zusammensetzen. Dies ist es, was ich abschließend noch an ein, zwei kurzen Beispielen demonstrieren will. Dort, wo die Digitalität als Produktionsparadigma der Realität auftaucht, das nicht schlichtweg künstlerisch gespiegelt, dämonisiert oder ästhetisch verkürzt wird,
ist sie durchsetzt von Versatzstücken eben derjenigen Moderne, die Krauss gegen die Post-Medium-Condition zu retten gedachte. Moderne, Postfordismus und Finanzialisierung sind dadurch, dass Letztere als permanente Krisenform existiert, keine streng voneinander zu unterscheidenden Zeiten mehr, sondern durchziehen einander. Das ist gerade in den Kunstdiskursen der letzten Jahre, in denen der Modernismus in endlosen Reihungen wieder aufgeführt wurde, um als neue stabilisierende Lösungsansätze vorgeschlagen zu werden, extrem präsent. In der finanzialisierten Gegenwart ist keine absolute Gegenwärtigkeit, wie sie noch den konzeptuellen Universalisierungsversuchen der 60er zugrunde lagen, möglich. Denn die Gegenwart selbst stellt keine homogene Zeit dar. Ihre Krisenhaftigkeit zerreißt die Ideologie postfordistischer Superidentität und ihrer neoliberalen Erfolgsgeschichten nachhaltig. Und während sich die Produktionsnormen innerhalb der letzten Jahrzehnte in der Kunst grundlegend globalisiert haben, regionalisierten sich mit den lokal extrem unterschiedlichen Möglichkeiten, diese zu erfüllen, die Rezeptionswege der Arbeiten nicht weniger dramatisch. Was eine interessante, weil neue Entwicklung ist, dass man auf der einen Seite halt eben sehen kann, dass die Kunstproduktion sich ganz grundlegend globalisiert hat und dass gleichzeitig die Rezeption sich aber komplett regionalisiert hat und das eben deswegen, weil genau wie im Rest des Kapitalismus die Möglichkeit bei dieser nachhaltigen Globalisierung der Produktion mitzuziehen eben nicht allen Produktionsstandorten und Produzentinnen gegeben ist. Diejenigen künstlerischen Positionen, bei denen Modernismen als Versatzstücke digitaler Produktionen auftauchen, legen, wie bei Räther etwa, in gewisser Weise Fährten durch die Arbeit, Resubjektivierungsversuche der Gegenwart, die ihre Digitalität anhand der Materialität misst, die sie erzeugt. Ein solches transversales Identitätsverständnis lässt sich eben auch bei Ed Atkins nachverfolgen. Er verwendet Digitalität, Dichtung, Sound, Musik und analoge Effekte, um eine vollständig fiktionale Person, eine denaturalisierte Identität als Sprecherin einzuführen. Ich mache das mal wieder auf, auch einfach, weil es besser aussieht als Patrick Harton. Im Gegensatz zu Räther also eine mimetische Figur, eine Annäherung an eine digitale Materialität bei Atkins. Diese ist jedoch dadurch, dass Atkins im Gegensatz etwa zu Tricartin Digitalität nicht versucht, als Reinform herzustellen, sondern ihre faktisch notwendige Durchmischung mit anderen Medien antizipiert, die sich überhaupt erst darstellbar macht, durchbrochen. Atkins legt im Sound, im Text und im Schnitt ebenso wie mit den digital erzeugten Fehlern des Analogen, narrative Strukturen durch seine Filme, eine modernistische, mimetische Subjektivität im digitalen Medium. Bei meinem letzten Beispiel, dem britischen Künstler James Richards, wird diese Vorgehensweise demgegenüber noch entromantisiert. Die Mimesis fällt weg, denn Richards bettet seine Narration dadurch ein, sich selbst als Publikum und als Produzent einzusetzen. Denn Richards setzt in seinen Arbeiten gefundenes und selbst gefilmtes Material zusammen, das unterschiedlichsten Quellen entspringt und in Bildqualität ebenso wie in kultureller Wertigkeit extrem schwankt. Sun on those Saturdays. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So, Entschuldigung. And now focus on three sounds. Almost as if you were just putting a label on each sound, not really describing it, but just knowing what it is so that you can return to it later. The first sound, the second sound, and the third sound. And now three things that you can see in your imaginary scene with your eyes shut, wherever you are. Just focus on one, two, and the third.
Yes. Watch out for your One, two, three. Fantastic. And again. 1, 2, 3, 4. And again. 1, 2, 3. Der Werkcharakter der Arbeit wird eben hier nicht durch die ästhetische Einheitlichkeit und Harmonisierung erzeugt, wie etwa bei Atkins, sondern durch eine Narration, die durch diese einzelnen Fund- und Filmstücke läuft, aber eben nicht hierarchisch zwischen Sound, Sprache und Bild geordnet ist. Bei Richards besteht die Digitalität letztlich aus nichts anderem als aus der nicht mehr singulierbaren Ordnung des materiellen Lebens. Aus einer radikalen Dehierarchisierung, die hier jedoch nicht als Katastrophe erscheint, sondern als Bewegungsraum. Bei Richards sind Digitalität und Modernismen untrennbar verzahnt. Es gibt keine Nostalgie der Vergangenheit, keine Euphorie der Gegenwart, sondern eine Spur von Subjektivierung und Autonomisierung, die sich durch sie zieht. Die finanzialisierte Situation, in der wir leben, präsentiert uns eine Digitalität, die nicht funktioniert. Die Abstraktion, die sie anzubieten schien, scheiterte. Und was bleibt, sind die Konkretionen, in die sie fortlaufend zerfällt. Die Versatzstücke vergangener Medien, Subjektivitäten und Narrationen, die durch das Medium der Digitalität aktualisierbar werden. Dankeschön. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wollen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen? Ja. Also ganz herzlichen Dank. Ich bin auch froh, dass wir endlich mal ein paar Beispiele wirklich digitaler Kunstwerke gesehen haben. Wir haben jetzt immer so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, es hat sich nie jeder das Gleiche darunter vorgestellt. Mich hat etwas ein bisschen verstört, und ich glaube, das hast du eigentlich nur so in einem Nebensatz gesagt, der Ryan, wie heißt er noch mit Namen? Trikarten. Diese Geschichte, dass er ja anscheinend ausschließlich digital arbeitet, aber seine Sachen, seit er bei Sprüt und Magers ist, nicht mehr zugänglich macht im Netz oder wie auch immer. Eigentlich lebt ja diese digitale Kunst eben auch von Found Footage, von Bildern, die existieren, vom Zusammenbringen von Sachen. Also wenn man jetzt nicht gerade den Atkins nimmt, der da ganz aufwendige Produktionen macht. Also für mich ist das ein absoluter Widerspruch. Und hier kommt ja auch der Markt dann plötzlich und packt sich diese Kunst, diese Künstler und entfernt sie aus diesem ganzen Zusammenhang. Ja, oder die Künstler packen sich den Markt, um sich aus dem Zusammenhang zu verabschieden. Also beide sich gegenseitig. Ja, nee, also bei Trikarten ist das einfach in erster Linie eine Beobachtung. Der war ja vorher sehr, sehr lange bei Elizabeth D., dieser New Yorker Galerie. Und da lief das halt immer sehr, sehr parallel. Und der hat eine Praxis, also es war immer so, dass es eine, soweit ich das kenne, dass es eine zweigleisige Praxis gab. Auf der einen Seite waren die Filme online abrufbar, also wie sie es ja jetzt auch noch sind, die älteren. Und auf der anderen Seite hat er schon Ausstellungen gemacht, zusammen mit Lizzie Fitch vor allem, und hat dann immer seine Filme recht riesengroß aufgeblasen und zusammen mit Skulpturen, also mit ganzen Installationen, mit Rauminstallationen, mit so ganzen Sets gezeigt, was halt auch total Sinn macht, was aber auch eben, wie du sagst, genau Sinn macht in dieser Unterschiedlichkeit der Formate. Und das ist was, worüber ich zuerst sprechen wollte, aber was ich dann rausgenommen habe, weil es sonst
wirklich zu lang geworden wäre. Genau diese Formatfrage ist natürlich gerade bei digitaler Kunst oder bei digitalem Video sehr wichtig. Und man könnte sich halt als das krasse Gegenbeispiel dazu wäre halt jemand wie Melanie Gilligan, die halt ihren neueren Film, der da heißt Popular Unrest, ich rufe mal einfach nur aus Prinzip, komplett ins Netz gestellt hat. Also man kann deren Filme im Netz durchgucken und die sind auch alle so angelegt, wo ist denn der jetzt? dass die in Episoden guckbar sind. Also der erste, die hat 2008 einen Film rausgebracht, der hieß Crisis in the Credit System, also wirklich mit so einem absurd perfekten Timing. Und den konnte man eben über... ich will weiter, was mache ich jetzt? Egal. Auf jeden Fall konnte man diesen Crisis in the Credit System in erster Linie über YouTube sehen und der war eben genau auch auf dieses Format geschnitten, also auf diese 10 Minuten, die man auf YouTube hat, in Episoden, die man dann durchgucken konnte. Und bei Popular Unrest ist es auch so, dass man den eben in kleinen Teilen durchgucken kann und dass Gilligan eben selbst meinte, naja, wenn ich in dem Format arbeite und wenn ich auch über das Thema arbeite, also wenn sozusagen die Krisenhaftigkeit und Digitalität von allen Seiten in die Arbeit kommt, dann kann ich den unmöglich nur im Galerieraum zeigen, weil dann ist es einfach nur ein Demonstrationsobjekt und dann habe ich im Endeffekt auch einfach wieder nur die modernistische Werkform erfüllt, in der ich über die Krise rede. Die hat selber halt auch erzählt, dass das für sie total gut funktioniert hat, einfach deswegen, weil es so ganz, ganz viel Diskussion um den Film gab, sie Sachen geändert hat, sie die Diskussion weitergeführt hat und das halt auch dann ganz viel in diesen Popular Unrest eingegangen ist. Aber bei Trikatin ist es so, dass das halt immer mehr als, der ist halt, soweit ich das wahrnehme oder mitbekomme, ist der halt einfach immer mehr das Aushängeschild eben so einer poppigen Mimikrie ans Digitale. Also so, das ist ja gleichzeitig schon eine vollständige Überspitzung eines absoluten Klischees. Und die Frage, inwiefern diese Übersteigerung dann noch über sich selbst hinausgeht, ist schon auch eine offene, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, aber ist der Schluss Ihres Vortrags mit dem versatzstückhaften Werk von Richardson, ist das so eine Erfüllung von Ihrem Dreisprit Mimikry, Mimesis und Nostalgie gewesen? Nee, ich würde sagen, dass... Entschuldigung. Ja, und dazu die Frage, inwieweit dieses demokratische Element, also das politische Element noch genauer definiert werden kann. Also Sie machen die Analyse eben auf der Ebene des Wertes. Da frage ich mich, was affiziert eine Arbeit wie der letzten dann den Kunstwert? Das wäre interessant zu erfahren. Und das Zweite ist eben, ob Sie auch aus der sozusagen marxistischen Theorie heraus noch was sagen könnten, zu dem gesellschaftspolitischen Charakter hin zu Kunst für alle, Demokratisierung, also dieses Spannungsverhältnis würde mich interessieren. Vielleicht mit der letzten Frage anfangend. Das ist das, was ich zum Beispiel, also weswegen ich so betont hatte bei Ed Atkins, dass ich Ästhetisierung keineswegs als negativen Begriff meine. Sondern dass eben genau diese Überspannung, also ich würde sagen, dass Kunst für alle eben heute nicht mehr bedeutet, andersrum, Kunst für alle liegt heute ebenso auf der materiellen wie auf der digitalen Ebene. Und die Vorstellung davon, eine Entgrenzung des Kunstwerks als Bewegung hin und her herzustellen, ist das, was ich daran sozusagen das Produktive finde, aber was ich auch das Produktive finde an so Arbeiten wie Johannes Paul Räther oder Bernadette Corporation oder unterschiedliche andere Künstlerinnen und Künstler, eben darin, dass sozusagen die Kunstform weiter im Kunstfeld produziert wird. Das ist auch um eine Frage von Aktualisierung von Form geht. Aber dass die sich eben nicht, wie bei Krauss, aus einer Selbstausdifferenzierung rein künstlerischer Medien ergibt, sondern dass die Durchmischung von künstlerischen und nicht genuin künstlerischen Medien
offengelegt wird und darin eben zu einem Prozess wird, der eine ästhetische Wahrnehmung über das Kunstwerk hinauszieht. So, das ist natürlich was ganz anderes als eine Vorstellung von, wie nennt man das, dem Genre, was heute politische Kunst heißt, oder von so hoch die Faust und Demokratie an die Wand schreiben. Ich bin selbst nicht so ein großer Fan dieses Genres politische Kunst, weil ich da wirklich meistens finde, und ich sage das deswegen als Gegenüber, um das nochmal, um sozusagen klar machen, zu machen, was ich mit der Formfrage meine, weil ich die Benutzung von Medien, von künstlerischen Medien, die alle Teil des kapitalistischen Produktionszusammenhangs sind, extrem problematisch da finde, wo sie benutzt werden, als wenn sie einfach nur ein Poster wären. Also wo im Endeffekt in Videokunst, die irgendwie offen politische Ansagen macht, aber sonst nicht viel, genau der Produktionshintergrund dieser Arbeiten wesentlich mehr verdeckt wird, als in einer Arbeit, die wie Richards zum Beispiel oder wie Räther oder wie Atkins, genau die in eine unterschiedliche Konstellation zueinander bringt und deswegen die Differenzen eben als Spannungsfeld aufzeigt, was ich halt selbst für Ausstellungen wie die Bernadette Corporation bei Neuausstellungen sagen ließe. Genau. Was war die andere Frage? Entschuldigung. Okay. Vielleicht darf ich eine Frage stellen. Also ich bin mir sicher, dass ich bei deinem Parfumsritt irgendwie die Hälfte nicht richtig verstanden habe. Aber eine Frage hätte ich trotzdem. Du machst eine Gleichung auf zwischen Digitalisierung und Finanzialisierung, richtig? Und identifizierst damit das Digitale mit dem Finanzmarkt. Und wenn dann ein Künstler das Digitale benutzt, benutzt er also unweigerlich ein Medium, das im Zusammenhang mit Kapitalismus steht. Ist das deine These? Also nicht kapitalistische Medien, glaube ich, existieren nicht im Kapitalismus. Aber das wäre doch auch vorher der Fall gewesen. Nee, da würde ich sagen, das ist eben schon ein historischer, also zum ganz kurz andersrum. Das mit dem Finanzmarkt, ich würde sozusagen, der Grund, warum ich immer dieses bescheuerte Wort Finanzialisierung benutzt habe statt Finanzmarkt, ist eben, weil Finanzialisierung eben bei Leuten wie Marazzi oder Lazzarato impliziert, dass es keine Trennung mehr gibt, darauf ging dieses eine Zitat auch, keine Trennung mehr gibt zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, weil es überhaupt gar keine Produktion mehr gibt, die nicht auf Finanzialisierung basiert. Und deswegen genau die Finanzialisierung und darin eben auch das Digitale das Paradigma der gegenwärtigen Produktion und Reproduktion der Menschheit ist, weil Kapitalismus ja weltumspannend funktioniert. Weswegen ich, auch wenn das albern klingt, nochmal gesagt habe, ich glaube nicht, dass es unkapitalistische Medien im Kapitalismus gibt, ist, weil ich zum Beispiel sagen würde, das ist für die Moderne anders zu behaupten. Weil, wenn man sich sowas anguckt wie Peter Bürger oder Theodor W. Adorno, die ja argumentieren, dass im Kunstwerk eben unentfremdete Arbeit, also sozusagen so ein eigentliches Ausdrucksverhältnis im Material statt hat, dann würde ich zwar bei Bürger sagen, das ist Quatsch, weil das in den 70ern geschrieben wurde, aber sozusagen, wenn Adorno über die moderne Kunst spricht, dann trifft er darin deswegen was Richtiges, weil die Kunst zwar innerhalb des Kapitalismus existierte, aber ihre Produktionsformen selbst noch nicht industrialisiert waren. Also Künstler sich auch nicht besonders gut reproduzieren konnten, dadurch, dass sie Kunst produziert haben, weil diese Arbeit eben als dysfunktionale und nicht gebrauchswertschaffende aus der Industrialisierung der Gesellschaft als Ganze ausgeklammert war. Das ist eben das, was sich grundlegend mit der Konzeptkunst verändert hat, die eben eine Industrialisierung bzw. eine Ökonomisierung der künstlerischen Produktionsformen bedeutet hat, weswegen dann nicht mehr, wie bei Adorno, einfach nur die Kunstwerke Waren waren, aber die künstlerischen Produzenten eben keine Warenproduzenten eigentlich, sondern weswegen es dann seit der Konzeptkunst eben eine Gleichzeitigkeit darin gibt, dass die Künstlerinnen und Künstler eben selbst schon Waren produzieren, also so die Form der Produktion sich ändert mit Arbeitsteilung, mit Assistenten, also das, was ich sozusagen kurz als Beispiel genannt habe. Und deswegen würde ich sagen, ist es jetzt
wirklich eine andere Situation, als es das vorher war, weil das, was durch die Krise noch dazukommt, was dadurch dazukommt, dass dieser endlose Fortschrittsglaube und die Fortschrittsideologie, die ja immer die kapitalistische Entwicklung durch jede Krise durchgetragen hat, gerade irgendwie an so einem Knackpunkt zu sein scheint, zumindest in Europa, gerade in einem, an einem Krisenpunkt ist, dadurch verändert sich ja die Situation, dadurch gibt es eben nicht mehr dieses nach vorne, nach vorne, nach vorne, man kann die besseren Medien erzeugen, sondern dadurch gibt es eben dieses Durcheinander von unterschiedlichen Zeiten da drin, also modernistischen Elementen, die halt auch wieder hochkommen. Genau, war das klarer als vorher? Okay, ich arbeite dran. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Er war ja überschrieben mit dem Titel Digitales Körperwissen. Über Digitalität habe ich einiges gehört und das fand ich auch sehr spannend. Aber wenn man dieses Dreieck Digitalität, Körper und Wissen hernimmt, dann würden mich die letzten beiden Begriffe auch noch interessieren, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Vielleicht da speziell die Frage, welche Bedeutung Wissen innerhalb der bildenden Kunst hat. Da wäre jetzt Susanne Witzgall die Expertin für und nicht ich. Entschuldigung. Ich hatte das deswegen, ich habe, genau, das haben Sie richtig bemerkt, ich habe meinen Titel so gelassen, aber meinen Vortrag geändert. Digitales Körperwissen hieß es deswegen, weil ich ursprünglich von Atkins ausgehend mir ganz speziell Arbeiten angucken wollte, die mit Digitalität und Körper umgehen. Also mich eben irgendwie fragen, was sind sozusagen deren Repräsentationsformen und inwieweit kann man von einer digitalen Materialität in Bezug auf Körperlichkeit sprechen. Weil was mir eben recht stark zuwider geht, und das habe ich ja in meiner ganz, ganz sehr kurzen Volte gegen Bifo und Hito Steyerl so ein bisschen ausgeführt, ist eben die Ideologie dieser Virtualisierung, die irgendwie alles Materielle auflöst und nichts ist mehr greifbar und Endzeitstimmung angesagt, sondern ich wollte eben darauf eingehen, inwiefern Digitalität und Materialität nicht ohneinander auskommen und deswegen eine Körperlichkeit auch des Digitalen bestimmbar ist. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Das mit dem Wissen kam deswegen in dem Wort vor, weil ich eigentlich noch näher darauf eingehen wollte, was wir in Machtmaterialspolitik der Materialität gemacht haben, wo es darum ging. Habe ich dann aber auch nicht gemacht, weil ich mir andere Arbeiten angeguckt habe. Genau. Also erwischt wäre die kurze Antwort. Ja, dann vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Für den tollen Vortrag. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und vielleicht dann oder hoffentlich bis nächste Woche im Dehnbachhaus. Vielen Dank.